So, da sind wir schon wieder zurück bei der nächsten Aufgabe, nämlich einmal Lande bei Weeping Woods, einmal bei Lazy Lake und Pleasant Park. Was so eine Aufgabe soll, keine Ahnung, aber ich werde euch natürlich trotzdem zeigen, wo das Ganze ist. Wir machen das Ganze ganz simpel: Solo-Modus, hinspringen, runter, nächste Runde, runterspringen und so weiter. Also eine ganz einfache Geschichte. So, dann, wenn ihr einen Skin gewinnen wollt, du aber noch kein Abonnent bist, dann lass gerne jetzt mal dein Abo da, weil du siehst ja, ich mache für euch die Aufgaben schon jetzt seit Season 10, ja, genau Season 10, Anfang. Mache wirklich jede Aufgabe, also nicht nur irgendeine Aufgabe, die mir Klicks bringt oder so, sondern ich mache einfach jede. Weil selbst die einfachsten Aufgaben sind für manche halt doch ein wenig komplizierter, weil sie sie nicht verstehen. Oder ihr dürft auch nicht vergessen, wir haben auch viele junge Fortnite-Spieler, die teilweise 7, 8 sind. Ich meine, mein Sohn ist selber erst 8 Jahre alt, von daher weiß ich ja genau, wie das ist. Also bitte wundert euch nicht, warum ich wirklich jede Aufgabe mache, aber das hat halt schon einen Grund. Jetzt nicht nur wegen Klicks, sondern ich will halt wirklich jedem helfen. So, wenn du bei dem Gewinnspiel teilnehmen willst, dann auf jeden Fall ein Abo dalassen, wird natürlich mir helfen, allen anderen auch. Erstmal danke an alle, die schon abonniert haben. Und schick mir bitte eine Freundesanfrage. Der Name steht oben links. Also kurz Pause machen, Name abschreiben und Freundesanfrage schicken. So, dann springen wir. Was war denn jetzt alles? Pleasant Park. Direkt als erstes. Ich mache hier auch jetzt nicht viel Geschiss. Guck gerade, ob ich vielleicht einen Kill mitnehmen kann. Noch eine Kiste öffnen. Die Tankstellenaufgabe haben wir ja eben schon geschafft, zum Glück. Wo ich auch dachte, die Aufgabe werde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben fertig kriegen. Aber komischerweise, First Try. Also man darf auch mal Glück haben. Wie gesagt, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, gerne mal reinziehen. Halt, wie gesagt, wo man den Schaden mit der Tankstelle machen muss. Also so viel Glück, wie ich da hatte, kann man eigentlich nicht haben. So, er will natürlich auch die Kiste haben. Gucken, ob ich es trotzdem schaffe. Ja, GG! Aber mich hat der Kill auch nicht wirklich interessiert. So, dann gehen wir direkt wieder raus. Wie gesagt, das war jetzt Pleasant Park. Dann müssen wir in den Wald. Und dritte habe ich schon wieder vergessen. Ich sage, so Aufgaben finde ich dann wieder komisch. Dann gibt es so komische Aufgaben wie die mit der Rampe. Das ist ja okay, dass man sich mit dem Spiel auseinandersetzt. Aber was soll denn jetzt bitte diese Aufgabe? Die ist eigentlich schon zu simpel. Aber wir müssen sie natürlich trotzdem machen. Wie gesagt, einmal noch Lazy Lake und Weeping Woods. Ich werde aber jetzt gleich nochmal direkt zeigen, wo alle drei Orte sind. Falls ihr euch das Video jetzt nicht bis zum Ende geben wollt, kann ich vollkommen verstehen. Aber in der Reihenfolge, so wie ich es mache, könnt ihr es natürlich auch machen. Oder je nachdem, wie die Flugroute ist, fliegt ihr erst zu dem anderen Ort. Und guckt euch dabei das Video an. Wie gesagt, genau das unterstützt mich. Zurzeit bringen mir Abonnenten natürlich was, aber jetzt gerade für mich persönlich ist das Wichtigste Wiedergabezeit. Desto länger ihr Videos guckt, desto mehr unterstützt ihr mich. Von mir aus, wenn ihr langweilig ist, guckt ihr nochmal einen Livestream an. Ich kann mir schon fast mit, echt mit Trimax vergleichen, so schlecht wie ich teilweise bin. So, wie gesagt, einmal Pleasant Park. Dann Lazy Lake und einmal im Wald. Aber wir müssen halt jedes Mal eine neue Runde starten. Weil da halt steht Lande bei und nicht Besuche. Müssten wir es nur besuchen, könnten wir ein schönes Dreieck laufen. Aber leider nicht machbar. So, dann gehen wir auch mal direkt raus. Mal gucken, ob einer mit uns kommt. Diese Lecks heute sind auch wieder wunderbar. Aber es könnte auch ein Stück an mir liegen, weil ich wirklich hier vieles offen habe. Ja, doch, kommen doch ein paar runter. Aber hier den Skin, der gefällt mir langsam echt immer besser. Lässt echt gut spielen. Also ist nicht zu hell, nicht zu dunkel, passt wirklich perfekt. So, alle gehen ins große Haus anscheinend. Ich gehe direkt hier in den Wohnwagen, weil da eine Kiste ist.
Natürlich ein Sniper. Das bringt mir gar nichts. Grüße an Marco. Und dass ihr nicht alle Videos guckt, das ist mir schon bewusst. Also, mir braucht keiner dazu erzählen, ich habe alle deine Videos geguckt. Weil dann hätte ich eine Wiedergabezeit von keine Ahnung was. Was das am Laggen ist, ey. Kann ich mal meine Waffe auswählen? Kommt er mich holen. Achtung, ich höre das schon am Laufen. Ja, Pro-Gamer. Ja, bei den Lags soll ich was treffen. Aber jetzt mal ohne Quatsch, er kann bauen wie ein Weltmeister, aber er hätte mich eigentlich schon dreimal wegholen müssen. Eieieiei. So, jetzt müssen wir noch zu Lazy Lake. Und wie gesagt, ihr werdet bei mir nicht das beste Gameplay sehen. Da müsst ihr zu Amar rübergehen oder keine Ahnung, guckt euch Ninja an. Also Gameplay braucht ihr bei mir nicht zu erwarten. Bei mir gibt es immer lustige Sachen. Mal denkt man sich so, oh, nicht schlecht. Und dann, oh Gott, ist der lost. Aber ich stehe halt dazu. Und ihr dürft schon nicht vergessen, ich spiele das Spiel ja wirklich nicht jeden Tag. Also schon jeden Tag jetzt, aber halt nicht so in dem Ansporn, unbedingt der Beste sein zu wollen. Klar, ich will natürlich auch nicht so untergehen, wie ich teilweise untergehe, aber so ist es halt leider. So, dann müssen wir jetzt nur noch zu Lazy Lake und dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon geschafft. Und ich hoffe, ihr dann auch. Und so sind wir einen Schritt weiter. Ich weiß gar nicht, gibt es bei Level 120 jetzt auch dieses Level 100, 220 wie damals bei Level 100? Ich habe gar nicht geguckt beim Tutu. So, Lazy Lake da. So, nochmal kurz zusammengefasst. Pleasant Park, Woods und Lazy Lake. Dun, dun, dun. Ach, ich freue mich schon auf den Explosionsschaden. Ach, wird das schön. Aber die einfachste Variante ist da, denke ich mal, mit dem Boot. Aber wir müssen einfach mal gucken. Jetzt sind wir ja noch bei der Aufgabe hier. So, dann sind wir schon fast da. Aber wie lange sind wir jetzt schon dran? Ja, seht ihr, in fast 10 Minuten, also beziehungsweise unter 10 Minuten haben wir die Aufgabe gelöst. Von daher geht's ja eigentlich. Gucken, wie viele hier mit runtergehen. Ah, ich sehe. Ah, doch, hier unten ist. Nee. Das Boot ist. Doch, das Boot ist immer da, wegen den Ringen. Falls ihr die Aufgabe nämlich auch noch machen müsst. Weil ich hab's halt schon gemacht. So, mal gucken, ob jeder mitkommt. Das aber, ich krieg aber auch nur noch Sniper, ohne Quatsch. Bleib stehen. Dankeschön. Der Kill musste sein. Eine andere Waffe wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht mit der Sniper probieren können. So, ich hoffe, ihr habt die Aufgabe halt auch geschafft. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe. Und wie gesagt, Abo nicht vergessen.